So, herzlich willkommen zu meinem Vortrag hier über Illumos. Der Vortrag wird auf Hochdeutsch sein, um die Aufzeichnung ein bisschen weiter verbreiten zu können. Der Grund, warum es diesen Vortrag überhaupt gibt, ist, dass ich sehr oft auch mal wieder mit Illumos-Fragen bombardiert werde. Wie sieht jetzt das genau aus bei X? Wie ist das bei Z? Und vielleicht hören die das beim Pool noch, wenn wir das ein bisschen lauter stellen. Aber tja, die haben Pech gehabt. Und um das alles mal ein bisschen zu beantworten, ein bisschen zu zeigen, was ist Illumos, woher kommt es, was für Challenges hatten wir, ja, das ist auch eine gute Variante, was für Challenges hatten wir und warum haben wir immer noch Technologie, die ziemlich weit vorangeschritten ist von dem, was Linux hat, wollte ich jetzt einfach mal alles in einem Vortrag zusammenfassen. So, zum Ersten, was ist Illumos überhaupt? Für die, die das noch nie gehört haben, es wurde 2010 gegründet als Nachfolger von OpenSolaris, hauptsächlich von Leuten aus der Community, von Leuten aus dem OpenSolaris Board, von Leuten aus den verschiedenen anderen Firmen, die in OpenSolaris involviert waren, namentlich Nexenta und Delphix. Und es ist ein Betriebssystem mit Kernel und Userland. Und der Kernel nennt sich OS/Net. Also der hat eigentlich noch nie einen richtig großen Marketingnamen gekriegt. Der heißt einfach OS/Net oder im IRC oder so auch einfach ON genannt. Wir haben ein Userland mit eigenen Programmen von wegen libc, less, ls, all diese schönen Tools. Aber auch die GNU-Tools sind bei uns verfügbar. Wir fahren diese doppelte Schiene aus einem Grund, und zwar können vor allem die GNU-Tools viele Solaris-spezifische Features nicht anzeigen. Zum Beispiel GNU-LS kann keine ACLs anzeigen, währenddessen unser LS das kann. So, wenn zum Beispiel ACLs gemacht werden müssen bei uns, dann muss halt unser LS, unser CH und unser CH-Mod etc. daher halten. Im Userland integriert sind auch weitere Enterprise-Technologien, vor allem Kerberos und andere Sachen direkt schön integriert mit Admin-Tools etc., so nach unserem, wie wir das gerne hätten. Und das ist eigentlich auch so, damit wir das direkt als Enterprise-Distribution einsetzen könnten, wenn wir wollen. Illumos an sich hat mit Solaris halt auch eine Enterprise-Vergangenheit, von dem her haben wir halt immer noch sehr viele von diesen Tools da. Und ein paar von denen sind halt auch ein bisschen älter. Die dürfte man auch nächstens mal upgraden, wenn sich jemand mal Zeit nimmt dafür. Noch kurz zum Unix-Stammbaum. Wir sind ein Abkömmling von BSD. Das heißt, wir haben auch sehr viel BSD-Software, die bei uns läuft. Meistens sogar ohne Modifikation. BSD TAR hat letztendlich Support für unsere ACLs gekriegt. Also mit BSD TAR kann man auch Solaris, ZFS, ACLs backuppen. Und ansonsten können wir auch sehr einfach Treiber, zum Beispiel den Hyper-V-Treiber von FreeBSD portieren. Es müssen nur ein paar Interfaces getauscht werden. Mit Rename. Meistens. Was ein bisschen spezieller auch noch ist bei Illumos, ist, dass die Community ein paar Prinzipien hat, die sich vor allem vom Basteln ein bisschen unterscheiden. Und zwar etwas, was man sehr gut immer merkt, ist, wir haben dieses schöne ADM-Suffix hinter den meisten Tools. Und das steht eigentlich im Grunde genommen dafür, das ist das Admin für dasjenige. Zum Beispiel DL-Admin ist für physische Links, Data-Link-Admin, IP-Admin ist für IP-Administration, KVM-Admin ist für KVM-Administration etc. Das wurde mal als Standardregel eingeführt, damit man diese Admin-Tools immer sehr einfach findet. Und es hat sich eigentlich über diese Jahre schön bewährt als kleines Namenskonzept. Zudem will die Community vor allem auf Ingenieurswesen setzen. Also das heißt, wir haben einen kompletten RTI-Prozess, einen Review-Board-Prozess. Und die Anforderungen an jedwelchen Source-Code, um in den Kernel zu kommen oder in die Userland zu kommen von Illumos, ist recht hoch. Das hat auch dazu geführt, dass verschiedene Distributionen eigene Kernel
Repositories fahren mit Code, der noch nicht so groß getestet wurde, wo sie noch den Aufwand scheuen, einen Review zu machen, etc. Und der Kernel hat für so ziemlich alles automated Tests. Also den Kernel-Build kann man mit einem Jenkins durchlaufen lassen und danach produziert der einem einen Testreport. Wir haben auch die Philosophie, dass der Master always production ready ist. Das heißt, wenn ihr den GitHub Master auscheckt von unserer Illumos und den kompiliert, dann habt ihr einen production ready Illumos Kernel. Und natürlich, was nicht fehlen darf, es ist ein Unix. Wir folgen sehr stark der Unix-Philosophie, also kleine Programme, Textinterfaces für Kommunikation und alles tut seinen Zweck. Illumos ist in diesem Weg noch ein bisschen speziell. Man kann es nicht direkt herunterladen. Man kriegt den Source Code, man kann es selber kompilieren, muss dann auch herausfinden, wie man ein ISO macht, das hat kein Skript. Oder man nimmt eine der vielen Distributionen, die es gibt. Je nachdem, welche Distribution das ist, hat man vielleicht sogar auf seiner Hardware eine. Und zwar gehen verschiedene Distributionen verschiedene Wege. Wir haben OmniOS für Server, relativ minimalistisch angeordnet, kaum mehr als die Basis von Illumos und sehr stabil. Sollte eine Fortführung von Solaris 10 werden, um vor allem den Administratoren von Solaris 10 den Umstieg zu erleichtern. Wir haben OpenIndiana, das ist auch eine General-Purpose-Distribution mit Rolling Release und sie ist vor allem die Fortsetzung von OpenSolaris, also das ist das exakte Fortsetzung von OpenSolaris und auch das, was am ehesten an Solaris 11 rankommt. Wir haben SmartOS, was ein Cloud-Hypervisor ist. Das ist eine RAM-Only-Distribution, das heißt, sie benötigt keinen Festplattenspeicher außer dem USB-Stick, von dem man bootet. Und da hat es zusätzliche Programme, vor allem wie zum Beispiel, dass man Linux-Binaries direkt in einer Zone laufen lassen kann und das dann als Hypervisor zu verwenden. Wir haben Triplex, das ist für Bastler und alte Hardware. Wir haben ExtremeOS, das ist mehr für Desktop. Wir haben Nexenta, das ist eine Storage Appliance, da kann man einfach direkt eine Box kaufen. Wir haben Delphix, das ist so die kommerzielle Variante, die haben auch ein paar Veränderungen. Man kann Delphix als die einzige Distribution auf Azure betreiben. Sie waren diejenigen, die den Treiber geportet haben, von daher. Und wir haben vor allem zu diesen all Sachen, das sind ja Server-Sachen, wir haben aber auch verschiedene Desktops verfügbar. Und zwar haben wir Mate und X-Force und Enlightenment. Mate ist in OpenIndiana, X-Force in Triplex, aber man kann sie auch ohne Probleme auf den anderen beiden kompilieren. Enlightenment ist auch in OpenIndiana Repositories, aber nicht up-to-date, also so lala. Es funktioniert eigentlich recht gut, wenn man es weiß, wie man es einsetzt. Man kann sich eine Kopie von GNOME 3 kompilieren, auch Cinnamon in diesem Falle, da die Patches auf den Oracle-Repositories liegen. Muss man sich halt einfach die Patches reinspielen. Was nicht geht, sind momentan Qt-basierte Desktops, da das Qt-Framework 5 bei uns momentan noch nicht läuft. Wir haben einen Qt-Developer dran, der das machen wollte. Ich bin nicht informiert genau, wie der Status da aussieht. Aber grundsätzlich, alle anderen Software gilt, was bei BSD geht, geht bei uns eigentlich auch. Mit Ausnahmen zu der Regel. Ja, ich beantworte gerne am Ende Fragen. Was wir natürlich auch mitbringen von OpenSolaris ist das Image Packaging System namens PKG5. Und das ist ein Paketsystem, das basiert im Grunde genommen auf ZFS. Das heißt, es setzt voraus, dass man mit ZFS arbeitet. Ui. Es ist komplett integriert in Zones und ZFS. Das heißt, man kann zum Beispiel von der Global Zone auch die Child Zones eines Servers direkt mit dem Package Manager updaten.
Und es ist integriert mit ZFS mit einem Feature namens Boot Environments. Das heißt, man kann jedes Mal, wenn man etwas Neues testen möchte oder ein Update fährt, wird ein neues Boot Environment erstellt. Und nur dieses neue Boot Environment wird geupdatet. Das heißt, das Live-System wird nicht geupgradet. Boah. Entschuldigung, ich habe mich verschluckt. Ja. PKW5 wurde entwickelt vor allem für den Enterprise-Bereich mit Compliance. Das heißt, es hat ein Feature namens Incorporations, das sicherstellt, dass exakt die Versionen von Paketen installiert sind, die auch in den Update-Packages der Hersteller drin sind. Ja, und was für Software haben wir eigentlich sonst noch? Die guten technischen Goodies, die wir haben, wo wir Linux immer noch voraus sind. Wir haben zum einen dtrace und MDB. MDB ist der Kernel-Debugger, der modulare Kernel-Debugger. Da können wir live im Kernel rumwursteln, was wir wollen, auch ziemlich viel kaputt machen. Also man kann direkt einfach das Kernel-Memory read-write aufmachen und dann irgendwelche Sachen reinschreiben und dann nachher stürzt der Kernel ab. Sollte man nicht. Mit dtrace kann man im Live-Betrieb, im Produktionsbetrieb so ziemlich die gesamte Applikation anschauen, was genau sie macht. Wir haben verschiedenste Provider, die für dtrace Funktionen bereitstellen, vor allem auch für Scripting-Sprachen wie PHP. Das heißt, wir können genau auch in der Produktion Benchmarks anschauen, wie genau funktioniert jetzt eine PHP oder ein Flame-Graph, welche PHP-Funktion hat jetzt da am meisten CPU-Cycles. Und wir können das mit minimalem Eingriff machen. Also das heißt, man merkt nichts, wenn die Trace läuft. Direkt für Produktion. ZFS, ich denke, das kennen die meisten hier, vor allem die Linux benutzen, auch schön schon. Mit OpenZFS mittlerweile verfügbar für FreeBSD und Linux und viele andere Betriebssysteme auch, zum Beispiel Mac OS X. Wir haben eine der besten Implementationen davon, vor allem auch was Performance angeht. Aber es kommt mittlerweile sehr viel auch auf Linux rüber und da sind Arbeiten dran, auch wirklich alles sauber drüber zu portieren. Ein weiteres Framework oder zwei, drei Frameworks, die zusammenhängen, sind Fault Management Agent und Service Management Framework. Bei diesem geht es im Grunde genommen darum, Services zu managen, also was im Grunde genommen auf Linux Systemd macht, halt einfach meilenweit besser, mit einem sauber definierten Standard für die alle Distributionen. Das heißt, alle Distributionen haben dieselben Exit-Codes, Daemons sind vordefiniert, wie die exiten, etc., etc. Und mit FMR haben wir ein Framework, das Monitoring vor allem von Hardware-Faults mit unterstützter Hardware vereinfacht. Das heißt, man muss nur noch Sendmail einrichten und danach schickt einem der Server ein Error-Message, wenn der REM-Riegel ausfällt. Wir haben Projects und Resource Control. Das heißt, man kann zum Beispiel in einer Zone oder in einer bestimmten Gruppe von Prozessen oder einem Benutzer genau sagen, wie viele Ressourcen, wie viele Dateien darf er haben, etc. Ein sehr großes Feature auch noch im Netzwerkbereich ist Crossbow. Das ist eine vollwertige Virtual Switch Implementation. Also was zum Beispiel auf Linux Open vSwitch wäre. Halt komplett ins Betriebssystem integriert, mit den Standard-AMI-Tools verwaltbar und man kann direkt komplette Virtual Switches bauen oder eine komplette Network in a Box mit verschiedenen Virtual Switches, mit Uplink etc. pp. Für Berichtigungen haben wir ein Role-Based Access Control. Das heißt, Root wird nicht mehr zwangsläufig benötigt, um alles zu machen. Es gibt bei uns keine privilegierten Ports, wie bei Linux die Ports unter 1024, sondern man kann direkt mit Rollen festlegen, welcher Benutzer darf auf den Ports was starten, wer darf auf den Files was machen, etc. Auch in Verknüpfung mit der Ressourcenkontrolle. Noch kurz über unseren ausgezogenen Cousin, nenne ich das, nämlich wir hatten da mal eine Abspaltung. Das war Solaris 11.
Solaris 11 hat sich damals dann aus dem Open Solaris Projekt abgespaltet und den Source Code geclosed. Das ging, weil die CDDL, die Sun Microsystems ausgestellt hat, die hatte eine Loophole. Und zwar gab es einen Vertrag zwischen jedem Entwickler und Sun Microsystems, dass Sun Microsystems die Lizenz ändern darf. Das hat Oracle mit dem Kauf von Sun Microsystems übernommen und konnte dann einen Fork ihres Source Codes schließen. Das hat für Oracle einige Nachteile, aber das scheint sie nicht weiter zu stören. Und zwar dürfen sie keinen Code von der Open Source Illumos Distribution in ihren Kernel aufnehmen. Aber sie scheinen da lieber halt einfach ein paar Entwickler anzustellen und selber etwas machen zu wollen. Von dem her, ja, die sind ausgezogen. Wir hören etwas hier und da mal von ihnen, aber sonst, ja, machen wir nicht viel mit ihnen. Jetzt noch ein bisschen kurz, wie man hier mitmachen kann. Ein paar schöne Linklisten, wo wir zu finden sind. Und damit würde er ja schon den kleinen Vortragteil beenden und hier eigentlich eine für die Anwesenden eine Frage-Antwort-Runde aufmachen, damit ich mal noch die Fragen beantworten kann, die ich jetzt vermutlich verpasst habe. Es gibt vermutlich noch sehr viel mehr. Hallo. Hallo. KDE-Probleme, Qt, hängt das mit C++ zusammen? Oder? Nein, die Qt-Libraries kompilieren einfach nicht wegen irgendetwas mit, in der PNG-Library hat es Probleme gegeben. Qt4 haben wir, aber Qt5 hat etwas verändert, da ging es nicht mehr. Okay. Zu KDE5, ich konnte KDE5 unter FreeBSD zum Laufen bringen, also könnte vielleicht in Zukunft. Ja, FreeBSD funktioniert auch. Wir haben auch einen Entwickler, der was macht. Das Problem ist halt eben, bei uns kompiliert es nicht. Ah, okay. Also das ist wirklich Illumos-spezifisch. Ja. Oh, okay. Ja, ich habe noch eine Frage zu dem Treiberstand. Zum Beispiel, ihr sagt ja, ihr habt eine sehr große ZFS-Performance. Mhm. Wie ist euer SCSI-Treiber? Ist da auch etwa auf dem gleichen Niveau wie bei Linux? Das wüsste ich jetzt nicht, vor allem auch nicht, ob es nur ein SCSI-Treiber ist. Okay, ja, okay. Wo wird das hauptsächlich eingesetzt, Illumos? Abhängig von der Distribution. SmartOS ist Hypervisor, das wird also hauptsächlich als Hypervisor eingesetzt im Datacenter. Kann man zum Beispiel bei joint.com wie bei Azure Instanzen aufmachen. OmniOS wird hauptsächlich Backend eingesetzt, Server. Triplex ist Bastler, also da sind wirklich hauptsächlich die Bastler unterwegs, die sich ihre alte Hardware nochmal wieder flott machen wollen. Und OpenIndiana ist General Purpose, dort haben wir sehr viele Server, meistens auch Storage Server. Mit 200, 300 plus Disks. Aber auch Leute, die das sehr gerne bastelnd auf ihre Desktops packen, um halt auch wieder Illumos überall einsetzen zu können. Sorry, habe ich vielleicht verpasst. Zwei Fragen. Einerseits Integration externer Hypervisor, ESXi oder Hyper-V. Und zweite Frage, wie geht ihr um mit Container? Gibt's da? Mhm. Ja. Für Container haben wir unsere eigene Technologie namens Zones. Das ist eine gesamte Virtualisierung von Services vom Userland. Sie sind aber mächtig genug, dass man zum Beispiel auch einen kleinen Emulierungslayer einbauen kann und danach Linux-Binaries direkt in der Zone laufen lassen kann. Es ist eine komplette VM, ja. Nicht prozessbasierend wie Docker, Eich. Okay, klasse. Es ist eine komplette VM, prozessbasierend, aber man kann sich auch einloggen und da drin arbeiten etc. Es hat keine Hardware unten dran. Okay, aber kompatibel zur jetzigen Docker-Lösung bereits oder kompatibel Docker-Hub? Kann ich meinen Docker-Hub, Quatsch? SmartOS, ja. SmartOS, ja. Smart Data Center hat implementiert die Docker-API. Ja, nice. Und dann, wie kann ich es auf dem ESX?
Gibt's was, muss ich beachten? Hyper-V funktioniert noch nicht überall. Mhm. ES6 funktioniert meistens. Es fehlen hier und da halt einfach die Treiber für VMXNet 3. Wenn du Solaris-Treiber findest, die laufen normalerweise auch, aufgrund von Binärkompatibilität. Okay. KVM funktioniert. Mhm. Es gibt einfach bestimmte Probleme mit bestimmten Implementationen. Muss man halt ausprobieren. Wir selbst verwenden auch KVM als Hardware-Hypervisor. Und ansonsten, ja, funktioniert es eigentlich meistens. Noch einmal Frage zu ZFS. Also wenn man FreeBSD benutzt, dann kriegt man immer so ein bisschen Upstreams Updates dazu. Ja? Wie funktioniert es bei euch? Seid ihr da ein bisschen näher an am originalen ZFS oder? Kommt darauf an, wie sie die Repositories momentan aufgesetzt haben. Ganz am Anfang waren wir mal der Master. Wenn sich das noch nicht geändert hat, dann ist das immer noch so. Jetzt gibt es aber mittlerweile, so wie ich gesehen habe, auch Linux, die bestimmte Sachen früher haben. Vor allem halt, wenn es darum geht, Linux-Performance zu erhöhen und solche Sachen. Kommt halt eben darauf an, welches Distribution am meisten daran arbeitet, und danach ist es meistens innerhalb eines Monats geportet. Ja. Zweite Frage noch. CPU-Unterstützung, also ARM oder x86, gibt es das noch? Ja, 32. Wir haben Spark, wir haben x86, es gibt experimentelle Unterstützung für ARM. Also vor allem Odroid 2 und Raspberry Pi. Zwei Images booten bis jetzt. Wir haben aber noch fehlende Treiber beim Raspberry. Und die Odroid-Sourcen sind mehr gebastelt, von dem her noch nicht upstream etc. Gibt es irgendwie eine Schnittstelle, API, dass Linux-Treiber irgendwie eingebunden werden können? Sie können, es gibt bestimmte Aufwände mit GFX DRM, also dem DRM-Code von Linux. Wie genau jetzt das gemacht wurde, kann ich jetzt nicht sagen. Das sind Entwickler-Details, aber es gibt da bestimmte Schnittstellen, aber sie sind nicht sehr offiziell im Moment. Unter welcher Lizenz läuft dann das Illuminos? Illuminos läuft unter der CDDL ohne die Lizenzklausel, die Sun hatte. Das heißt, der Entwickler, der den Code geschrieben hat, behält auch das Copyright. Und somit ist es eigentlich eine filebasierte Open-Source-Lizenz, also nicht projektbasiert, sondern filebasiert. Also GNU-License-Sachen können da eingebunden werden? Ja, GNU-License-Sachen können bei uns eingebunden werden, aber nicht umgekehrt, weil GNU-License ja über das gesamte Projekt gilt und verlangt, dass das gesamte Projekt GNU-lizenziert ist. Feinheiten. Ich würde gerne wissen, welche C-Kompilierer unter Illuminos funktionieren, also C-Lang, GCC, was auch immer. Standard ist GCC. Mittlerweile 4.9 für den Kernel und 6 oder 7 für einige Userlands. 6 ist aktuell bei Open Indiana, 7 ist in Testing. Clang funktioniert, ist aber nicht Haupteinsatz, und wir wissen nicht genau, ob er funktioniert genau oder nicht, weil nicht sehr viele User das testen. Und wir haben noch den Sun Studio, den Proprietären von Sun Microsystems früher, der funktioniert auch noch, wird aber kaum noch eingesetzt. Und falls du das teilen darfst, was ist deine Rolle in Illuminos? Also an was genau arbeitest du im Moment? Im Moment bin ich da Contributor, vor allem bei Open Indiana. Kann auch Reviews machen für Open Indiana, also wenn ihr etwas bei Open Indiana contributen möchtet, kann ich da auch Reviews machen. Und das läuft eigentlich alles auf GitHub im Moment. Tipptopp, danke. So ein bisschen eine Frage rund um
ja, Bibliotheken, Softwareentwicklung und Paketierung. Also auf Linux finde ich, ist es ein bisschen eine Problemzone, eben zum Beispiel bei der Softwareentwicklung, dass man extrem viel Tooling braucht, um die richtige Library zu finden und eben halt Auto-Tools, Package-Config und so weiter. Und dann auf dem System, wo die Software läuft, kann man von einer paketierten Bibliothek nur eine Version installiert haben auf Small üblicherweise, also etwas, das ja zum Beispiel NixOS löst. Wie sieht es da bei Solaris aus? Wir machen das normalerweise mit Zones. Das heißt, wir haben einfach eine Zone, die eine ältere Version installiert hat. Und das Auto-Tools, so diese ganze Landschaft von Werkzeugen, ist das immer noch nötig? Leider ja. Wie, das musste ich feststellen beim Kompilieren von Mate. Noch eine andere Frage zur Hardware-Unterstützung. Wie gut läuft eine der Distributionen auf einem Laptop, also so eben wieder bei Linux die üblichen Problemzonen, so Grafikkarte und WLAN. Kannst du da Hardware-Empfehlungen machen zum Beispiel? Ja, und zwar haben wir stabile Driver-Interfaces, also ABI, Stable Interfaces, das heißt proprietäre Grafiktreiber, wie vor allem NVIDIA, die selbst ihre Grafiktreiber publishen, können ohne Kompilieren laufen. Das heißt, man kann sich einen Grafiktreiber installieren für die entsprechende Grafikkarte und kann einfach den Kernel updaten und es funktioniert noch. Von dem her sind NVIDIA-Grafikkarten relativ prädestiniert zum Funktionieren. AMD funktioniert im Moment nicht. Intel funktioniert bis zu Skylake, bis nicht Skylake. USB 3 ist ein wenig experimentell, aber sonst funktioniert es, XHCI. USB Typ C funktioniert auch, halt einfach nur mit USB 3.0. Und das sind so dann halt die hauptsächlichen, die problematisch sind. Ansonsten, die Empfehlung ist, nimm eine für Linux gut supportete Laptop, schau auf USB und Grafikkarte, dass es kein AMD ist, und dann sollte es eigentlich funktionieren. Wie funktioniert Ton in Illuminos? Illumos? Haben wir ALSA, Pulsar.io oder was haben wir da? Wir haben eine alte Implementation von OSS, OSS 4. Das heißt, das war damals der Unix-Standard. Funktioniert wunderbar eigentlich auch. Wir haben sogar Pulse Audio dazu gekriegt, dass er das verwenden soll. Ist jedes Mal wieder eine Qual, aber er macht es dann doch noch. Und wir haben da entsprechende Patches für die Applikationen, die Sound managen müssen, vor allem für Mate etc. Zurück zum Laptop, also Booting und so, BIOS-Support, UEFI und abgesicherter Mode, was auch immer. Wir haben nur BIOS-Support im Moment. Wir benutzen FreeBSD Loader. Ich weiß nicht, ob FreeBSD bereits UEFI-Support hat, ansonsten kommt der relativ schnell dann mal zu uns runter. Aber wir müssen auch den FreeBSD Loader ein bisschen modifizieren, damit der mit unserer Version von Boot Environments klarkommt. Wie viele größere Installationen kennst du, die produktiv laufen? Definier größere Anzahl Server. Ja, Market Share. Market Share. gute Frage. Also wir haben, es gibt Firmen hier in der Schweiz auch, die vor allem hauptsächlich Illumos einsetzen. Das wäre Oettinger und Partner in Olten. Die sind eine vorsätzlich OmniOS-Bude. Die sind auch mittlerweile Leiter der OmniOS-Community. Es gibt Webhoster, die standardmäßig nur auf Illumos setzen. Das wären Evercity und Cirrus IT in der
in Großbritannien. Es gibt vor allem in der Enterprise-Segment einige Server, die an die 200-300 Terabyte an Diskspeicher verwalten, von der Größe her. Joyent natürlich mit seinen weiß ich wie vielen Servern momentan in etwa 3 verschiedenen Rechenzentren in Public Cloud. Samsung hat gleich mal Joyent gekauft, weil sie so viel mittlerweile Cloud machen wollen. Mit den anderen Distributionen bin ich nicht informiert. Delphix und Nexenta halten sich da bedeckt. Und viele Kunden, die nicht in der Community aktiv sind, wollen auch nicht wirklich sagen, ob sie es einsetzen oder nicht. Ein bisschen das Phänomen wie bei BSD halt. Noch eine Frage wegen dem Dateisystem. Ich weiß, dass ZFS das meist benutzte ist, aber was über Hardware, die nicht so leistungsvoll ist, also zum Beispiel ein schwacher Laptop, der nicht sehr viel RAM hat zum Beispiel. Gibt es da eine Methode, zum Beispiel Fast File System oder Unix File System, wie vom Beste zu brauchen? Wir haben eine eigene Version von Unix File System. Das ist Sans Unix File System. Ich weiß nicht genau, welche Bezeichnung das jetzt wieder hatte. Bei uns ist es bekannt als UFS. Es wird vor allem benötigt für, wenn RAM unter irgendwie 512 Megabyte ist, was normalerweise heute auch nicht mehr der Fall ist. Es wird auch benötigt für das Boot-Archiv, also für die CD-Boot-Geschichte oder für Netboot-Geschichten. Das ist auch jedes Mal mit UFS implementiert. Und ansonsten hat ZFS eigentlich genügend kleinen Footprint, dass er das auch hinkriegt. Okay. Also zum Beispiel der Package Manager, der braucht ja theoretisch ZFS für die Boot Environments. Gibt es da spezifische Distributionen, die nicht auf Boot Environments setzen, die ja ZFS brauchen? Ja, das wäre zum einen SmartOS. Da gibt es gar keine Update-Verwaltung. Da wird einfach ein neues Image gebootet. Triplex setzt auf das alte PKG, was war das? PKG Add von SVR4 von Unix damals. Das damals erfunden wurde ohne Internet-Support. Das heißt, CD einlegen, vielleicht Dateien rumkopieren und dann vielleicht mal Glück haben. Ansonsten gibt es noch eine experimentelle Version mit Debian Package Manager namens DillOS. Ist jetzt aber nicht irgendwie public verfügbar. Es gab mal eine Initiative namens Illumian, aber von denen haben auch wir schon lange nichts mehr gehört. Hey, danke. Wie schnell ist denn üblicherweise sind Security Fixes draußen? Ziemlich schnell. Also ich wüsste jetzt kein Average, aber wir haben auch schon Security Fixes für Samba Cry etc., sobald die upstream sind. Und dann kommt es eigentlich nur noch auf die Distribution drauf an, wie viel Manpower wir haben. Open Indiana hat versucht, meistens up to date zu bleiben. Wenn das Security-Issue nicht gerade in den Medien breitgetreten wird, ist es halt schwierig, dass das auffällt. Aber sonst, wenn die gerade in den Medien breitgetreten werden, machen wir sicher auch gleich am gleichen Tag noch einen Patch. Zum Release-Cycle von Illumos. Wie ist er gehalten? Wie wird es gemanagt? Per Distribution und bei Illumos Git Master ist always productive. Das heißt, der Review-Prozess ist relativ strikt und Master muss produktiv bleiben. Und die verschiedenen Unternehmen haben eigenen Release-Zyklen. Open Indiana hat Rolling Release zum Beispiel. Da kommt einfach raus, was rauskommt am Tag. Und die anderen haben da entsprechende Contracts und Roadmaps und was weiß ich was alles. Okay, das bedeutet, Illumos selber hat nicht eine Versionierung außer dem Tag zum Beispiel. Nein, wir haben sogar, wenn man uname-a eingibt auf einem Illumos-System, das kann ich zum Beispiel noch kurz zeigen.
wenn man Uname minus, wenn das jetzt das richtige System ist, dann bin ich auf der falschen Shell. Das sieht besser aus. Ich sehe leider nichts auf. Da, da sieht man es. Da sieht man nämlich die Distributionsnummer 5.11 Illumos minus und dann einen Hashwert. Das ist der Hashwert vom Master Git Commit, der der Checkout war für diese Version von Illumos. Wie gut ist denn der Support von Hardware, also jetzt was konkret CPUs und Chipsets angeht? CPUs und Chipsets mit Skylake sind eigentlich relativ gut funktionierend. AMD funktioniert sicher auch, also AMD x86. Da die ersten Implementationen von Illumos zusammen mit AMD erarbeitet wurden, sollte AMD auch immer noch besser funktionieren, aber das müsste man mittlerweile mal wieder mal testen. Das hat auch Xeon hat ein paar Fortschritte gemacht mittlerweile. Ansonsten halt noch die Spark-Sparte. Illumos Spark unterstützt so ziemlich alle älteren Modelle bis zu allen neueren Modellen, auch 64 und 32 Bit. Ja, ansonsten ARM ist in experimenteller Arbeit, aber da ist noch nicht wirklich etwas Offizielles passiert. Habt ihr irgendwelche spezifische File System Hierarchy? Also gebt ihr strikt an, zum Beispiel in diesem Directory sind diese Dateien? Ja, abgesehen von der Unix-Hierarchy fallen mir gerade noch zwei Verzeichnisse ein. Das wäre zum einen var-adm-log, also das heißt, die Log-Files vor allem für Administratoren sind normalerweise dort gespeichert gewesen. Das hat sich mittlerweile auch geändert, da auch einige Applikationen mittlerweile var-log statisch in den Code schreiben. Ansonsten gibt es noch vor allem im ETC einige vor allem historische Geschichten von SunOS früheren Versionen, die etwas komisch scheinen, und wir haben ISA Directories. Das heißt, wir liefern normalerweise 32 und 64 Bit Applikationen simultan aus, und es gibt eine kleine Binary, die nennt sich ISAExec. Die hardlinkt man mit dem Namen der Binary, von der man die beiden Bit hat. Und danach erführt die die entsprechende Binary aus, die ausgeführt werden muss. Zum Beispiel auf dem 32-Bit-Kernel die 32-Bit-LS und auf dem 64-Bit-Kernel das 64-Bit-LS. Läuft bei euch auch noch die Oracle-Database auf dem System? Ja. Man muss, haben Sie das ausgeschlossen? Supportmäßig haben Sie das ausgeschlossen, indem das Support-List ja eine Whitelist ist und wir kommen da halt einfach nicht vor. Aber man kann ein paar Modifikationen an dem Installer machen und dann nachher läuft das eigentlich wie auf einem Solaris, wenn man die Solaris-Version nimmt. Und Java-Unterstützung habt ihr auch noch? Unterstützung inwiefern? Java, OpenJDK und so läuft auch. Ja, wir haben OpenJDK, wir haben auch Java und halt auch die meisten Solaris-Binaries in diesem Falle laufen bei uns noch. Da hat es noch nicht so viele Änderungen gegeben, dass die nicht mehr laufen würden oder nicht mehr patchbar wären, dass sie nicht mehr laufen. Welche Features werden im Moment am stärksten entwickelt? Also was fehlt am meisten? Stärksten entwickelt wird momentan NVMe-Support für SSDs. Momentan laufen eher gerade Aufräumaktionen im Kernel.
Und OmniOS hat sich momentan gerade wieder neu formiert. Das heißt, das wanderte von einer firmengesteuerten Distribution in die Community über und die sind momentan auch stark am Entwickeln. Und es gibt einige Leute, die stecken sehr viel Mühe in eine Spark-unterstützende Distribution von OpenIndiana mit Up-to-Date-Paketen. Ja, ansonsten, wenn das alle Fragen eigentlich waren und niemand mehr etwas sehen möchte, wie das auf einem Illumos aussieht, da würde ich sagen, ist der Vortrag vorbei. Besten Dank. Oh, ist da noch jemand? Ich möchte runterfahren. Ha? Ich möchte sehen, wie es herunterfährt. Okay. Bis zum Power-off. Ja, wenn ich das richtige Fenster finde. Ich habe es, glaube ich, nicht offen. Aber was ich machen kann. Das ist halt leider SSH, da sieht man nicht so viel. Ja. Vielen Dank.